Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Outlast 2 für die Nintendo Switch. Dunkel ist es hier, wir kriegen jetzt mal hier raus. Ich glaube, wir müssen uns auch irgendwann mal dem Finale nähern hier. Ich weiß nicht, wie lang dieses Spiel hier ist. Oh. Mal rausnehmen. Okay. Okay, es ist auch nicht so dunkel, also wir können auch ein bisschen was sehen. Batterien kann man gut gebrauchen. Lake. Okay, get to the other side of the lake. Okay, ich muss auf die andere Seite vom See kommen. Warum auch immer. Kann ich seinen Grund haben. Machen wir trotzdem mal das Schwarzlicht an hier, das Nachtlicht. Will ich ein bisschen was sehen. Wie gehen wir denn hier? Hier links. Okay. Hier durch. Also hier längst, okay. Okay. I'm not putting a fucking toe in that water. There's something wrong. The lake is wrong. Okay, irgendwas stimmt mit dem Wasser nicht, sagt er? Sieht doch ganz gemütlich aus. Bewegt sich ein bisschen zu schnell, das Wasser, würde ich sagen. Das könnte in der Tat ein bisschen komisch sein. Lass mal hier reingucken, ob wir hier in die Hütte reingehen können. Hier finden wir irgendwas. Ne, die ist abgeschlossen. Macht nichts. Hier noch eine Tür. Ist dicht. Hallo? Jemand zu Hause? Okay, die Tür ist offen. War offen. Wie sind die Tür gemacht? Wir machen sie auch oben zu. So, falls da jetzt jemand kommen sollte. Okay, hier ist nicht so viel zu finden. Ich sehe gar nichts. Ah, hier. Könnte ich rüber paddeln in diesem kleinen... Nein, natürlich auch nicht. Wieder raus. Okay. Das Boot. Okay, das Boot ist wahrscheinlich nicht mehr fahrtüchtig, wie ich sehe. Bin ich davon gerade da gerade gekommen? Ja, ne? Dann bin ich natürlich den Wald längs gegangen. Ja, okay. Also gehen wir hier unten längs. Gut. Okay. Ein Problem. Und hier rein? Aha, von der anderen Seite war die Tür versperrt. Hier können wir aber rein. Rumgucken, ob wir irgendwas finden, was wir bauen können. Aufsperren und öffnen, machen wir mal. Mehr ist hier aber nicht zu finden. Hier? Wahrscheinlich nur die. Okay. Versuchen wir mal das andere Haus. Vielleicht finden wir irgendwas Nützliches, was wir gebrauchen können, um auf die andere Seite des Sees zu kommen. Da. Ja, ist alle mal abgesperrt hier, ne? Ah, dass die Leute kein Vertrauen haben zu einem. Auf jeden Fall ein Brief. Okay, kann man unten runterkrabbeln. Aber oh, ein Loch oder so. Ich muss mal da hochgucken. Ah. Ergib dich, lass dir von diesen Männern helfen und ich verspreche, dass du nicht mehr leiden wirst, als notwendig ist. Du musst wissen, dass du vom Feind versucht bist und das zu diesem Pfad jetzt und für immer bereuen wirst. Ich liebe dich noch und Gott liebt all seine Geschöpfe, selbst die Verlorenen. Komm mit uns, hilf uns, die Lösung zu finden. Gott liebt dich, Papa vergibt dir. Noddy. Ja, Noddy ist echt Rotti. Okay, hier ist auch wieder zu, machen wir den auf. Gleich da ganz normal raus. Aber mehr ist hier nicht, ne? Hier finde ich jetzt keine Batterie oder so. Schade. Schade, schade, schade. Okay, gehen wir raus.
Gut. Vielleicht müssen wir einfach mal auf die... hier raufgehen. Was liegt hier in der Batterie? Okay, in das Wasser können wir nicht. Du fährst schon mal fest. Aber ein Boot sehe ich hier auch nicht. Also ich sehe Boote, aber die sind alle versenkt. Ja, wir gehen mal hier an der Küste längs kurz. Also laufen. Das ist ein alter Kahn, aber der... wahrscheinlich auch bessere Tage gesehen. Ob man da irgendwas finden noch? Okay, da geht's nur ins Wasser. Okay. Ich gehe nochmal hier rein. Mal gucken. Habe ich die Tür nicht aufgeschlossen hier? Ne, anscheinend nicht. Habe ich sie nur hier aufgemacht, ne? Yes. Guck mal, ich werde mal von da oben nochmal schauen. Ich mich doch nicht. Vielleicht. Was denn? Was ist denn da? Achso, was ist denn da? Seht ihr gar nichts? Seht ihr da was? Ich weiß nicht genau, was mir das sagen soll, aber egal, guck mal, ich sag mal nach. Batterie. Muss man da ganz außen rumgehen? Wahrscheinlich, ne? Auch ein bisschen blöd. Aber wenn sie es nicht vermeiden lässt, machen wir das halt. Was bin ich? Ich dachte schon, was krabbelt da unten? Was bin ich? Okay, es geht hier runter. Rüberspringen, ne? Ah! Mal festgehalten hat er sich. Ach, hier geht's wieder weiter runter, okay. Ach, dieser Schatten, der hat mir gerade eben echt eine Angst eingejagt. Ah, ja, komm da durch. Da hinten sind auf jeden Fall Leute, sehe ich. Da ging doch gerade jemand. Bin mir ganz sicher. Ah, gruselig. Guck mal hier längs. Das war hilfreich. Ja. Mark Aaron, wenn ihr das findet, kehrt sofort zurück zu Tempelgelden, sagt Papa Tnotti, dass hier Schrecken und Qualen sind. Die meisten glauben an Gott prüften. Die Männer allein können sich denen nicht stellen. Der Feind wartet dort in Dunkelheit. Gott rette meine Seele.
Okay. Da war doch gerade eben jemand, oder? Ich bin sicher. Aber wir gehen mal hier über dieses. Achso. Wieder ein Boot versenkt oben. Irgendwie bringt uns das gar nichts hier. Die Geräusche muntern mich auch nicht gerade auf. Okay. Liegt ein Paddel. Raft. That could get me across. Okay. Also ist das so gesund? Nutze zum Rudern L, nutze L und L, um das Boot zu steuern. Da passiert doch gleich was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war nicht so schön. Jetzt können wir schneller paddeln. Ist eigentlich nicht ganz... was ist denn jetzt? Oh nein, 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 nein. Nebel, Nebel. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Jetzt finde ich mich gleich wieder in der Schule. Ich höre die ganze Zeit irgendwas ins Wasser plätschern. Mag da aber gar nicht hingucken. Was war das denn? Das sind Signs. The Apocalypse. Ich hoffe, dass Gott, ich bin nur mein Shit. Quatsch! Ach Quatsch, ey. Du musst nach oben schwimmen. Nicht nach unten, schwimm nach oben. Da. Da ist los, los, gibt's was los. Let me help. Nicht dir helfen? Ah! Da hoch, da hoch, da hoch, da. Los, Hunde! Ich weiß nicht, wo hin soll, aber sieht schon ganz gut aus. Gehen wir zum Land, würde ich sagen. Mein Gott. Man hat aber auch ein Pech, der tut gut, ne? Nageln gehen. Das durch die Hand. Gruselig. Okay, hier ist Ambulanz. Oh Gott, oh Gott, ich glaube, das kommt gleich ein Wasserfall oder was. Anleuchtung. Anleuchtung wäre cooler gewesen, aber na gut. Oh, das auch noch. Immer schneller hier.
Wir gehen jetzt nicht raus. Das ist eine Excuse für ein Boot. Come on. Oh. Come on. Ha. Shit. Come on. Oh, komm schon. Come on. Ha. Shit. Ich weiß nicht, wie die gleichen Viecher, die da kamen. Those were the ones. They took Lynn. I'm close. I'm almost there, Lynn. I'm almost there? Naja, ich weiß nicht. The cult monks are dead. Those good Christians. Because God said she had to die. The heretics, they want her to have the baby. Despite God. What do they do when there's no baby? I have to... Jesus. Lynn. I'm coming. Scheiße. Haben wir gespeichert? Komm schon, komm schon. Gott! Was denn? Wir werfen ein paar Leichen runter. Ja. Wie viele Menschen hier überhaupt draufgehen? Wenn man überlegt, ich weiß nicht, wie groß dieses Dorf hier war. Aber hier sind einfach nur Leichen. Leichen über Leichen. Ist auch nicht normal, oder? Das speichert schon wieder. So, meistens kein gutes Zeichen. Da passiert irgendwas. Da. Noch mehr Menschen. Ja. Weil alles auf so einem Mini-Floß hier, ne? Muss ich auch mal vorstellen. Wieder speichert. Das ist gleich schneller, glaube ich. Irgendwann kommt schon ein Wasserfall. Wird er schon kommen. Ah, ist gar nicht so leicht zu steuern, das Ding. Ich sollte da umkippen. Okay. Shit! Shit, the raft! At least they'll be there. Wo ist das Floß? Stimmt, ja. Das ist nicht so besonders, da gehen wir mal nicht hin. Gruselig. There. The raft. I can just get across. Wie willst du denn da rüberkommen? Du kannst ja wahrscheinlich nicht darüber. Da kann man darüber schwimmen. Ich glaube nicht. Soll ich mal rüber schwimmen? Ich glaube nicht, dass ich da ins Wasser kann. Aber hier an der Seite links. Okay. Sieht ganz gut aus. Motherfucking no. Hier denn los?
Mit der, also wie kann man bloß mit so gefahrenen Typen hier, oder? Da drüben. Was hört man da drüben, ist die Frage, ne? Und was soll man hier oben, die Frage? Was macht man hier oben? Kann man nicht hier rüber irgendwie? Nee. Da interagieren, okay. Okay. Love set us free now. Das glaube ich nun mal nicht. Also. Ah ja, schnell weg vor dem Einen da. Ja, überall. Na okay, wir haben uns befreit. Und kommen ein bisschen weiter. Oh Mann, oh Mann. Enge Kiste hier. Ich hab auch langsam eine scharfe Koffer, die blöden Fluss. Na ja, irgendwas Normales noch hier. Na ja, passiert dran. Da hüpfen die über längs, seht ihr das? Die gruseligen Bastarde. Also ich bin ja wahrscheinlich nicht, kommen ja nicht überraschend für die, die werden mich ja schon in Empfang nehmen. Ich will mich sowas von einem Empfang nehmen. Oh, gespeichert. Eieiei. Komm schnell gerade hier. Ah! Halt dich fest. There's the mine. That's the mine, yeah, look at Ben. What are they doing to her? I think she's somebody's mother. Call me the father. But I'm not. I didn't have it in months. It can't be. Na komm schon. Okay, wir kommen langsam allen dichter hier. Träges Boot. Der Fluss. Was denn? Lauf mal hier ein bisschen. Ah! Huh?
Geh her. Ich tot? Das ist abgespaced. Weg von dem Vieh. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Schwimmbadbecken. Olympiamaße, wie ich merke. Okay, ich bin im Schwimmbad. Da drüben noch eine Tür. Die Tür. Okay. Noch nicht viel. Gut, wer duscht da? Das werden wir nächstes Mal rausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.